als ich früher Ewigkeiten im Krankenhaus saß, war mir immer super, super langweilig. Und ich habe irgendwann angefangen, mir einfach Frisuren beizubringen. Und ich will jetzt wissen, ob ich das immer noch kann. Und ich will eine Frisur versuchen, jetzt nachzumachen. Das hier ist die Frisur. Ich habe da hier oben angefangen zu flechten und dann halt nach hinten weg zwei so Zöpfe. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall will ich diese Frisur nachmachen jetzt, wenn ich sie noch kann. Ich habe meine Haare auch schon gekämmt. Stylisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, weil ich hier auf die wundervolle Idee gekommen bin, neulich mir Stufen zu schneiden. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. So, jetzt habe ich hier drei so Teile, Strähnen. Und dann muss man immer so ein paar Haare noch mit dazu nehmen. Ey, es ist hier alles verwuselt. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Okay, wait a minute. Ich konnte das früher auf jeden Fall besser. Also definitiv. Das Schwierigste habe ich halt jetzt schon hier oben. Aber es war halt auch echt nicht einfach. Ich habe das früher so easy innerhalb von 2 Minuten gemacht. Schaut mal, wie kaputt meine Haare unten sind. Ich muss sie eigentlich abschneiden. Soll ich mir eine Glatze schneiden? Nein, stopp, Linnea. Ich bin so happy, dass ich meine Haare so schnell so lang wieder bekommen habe. Wirklich. 2020 hatte ich noch bis hier Haare. Bis unters Kinn. Ready! Also eine Seite. Wie finden wir es? Ich mache noch eben die andere Seite. Ich wünschte, ich hätte Augen am Hinterkopf. Ich würde echt gern wissen, ob das gerade ist da hinten. Ach, ich gucke es mir einfach gleich auf dem Video an. Also ich muss sagen, dafür, dass ich das jetzt wirklich seit mindestens 6 Jahren nicht mehr gemacht habe. Also klar, wir haben hier ein paar Schönheitsfehler. Aber das macht es doch einfach nur special, oder? Das sind keine Makel, das sind Special Effects, okay? Einfach Special Effects. Der sieht besser aus. Die Seite hier war auch echt einfacher. Ich finde es von der Seite irgendwie cool. Ich weiß nicht warum. Aber eigentlich macht mir es sehr viel Spaß, so Frisuren auszuprobieren. Das Ding ist, ich bin sehr ungeduldig und dann denke ich mir manchmal so, ne, kein Bock mehr. Wie findet ihr es?